Die MVB beginnt in der kommenden Woche mit der Erneuerung zweier Gleisabschnitte. Dies ist notwendig, um die Sicherheit des Betriebes zu gewährleisten. Ab der kommenden Woche beginnen in der Hanackstraße Ecke Sternstraße vorbereitende Arbeiten, um dort die Schienen auszutauschen. Die Bauarbeiten sind bis zum 20. Dezember eingeplant und sollen unter Straßenbahnverkehr ausgeführt werden. So können die Straßenbahnlinien 2, 8 und N2 weiter wie gewohnt fahren. Der eigentliche Schienenwechsel erfolgt so in den Nachtstunden. Dies wird voraussichtlich in der Woche vom 1. bis 7. Dezember geschehen. Es kann daher zu Lärmbelästigungen kommen. Die Überfahrt von der Sternstraße links in die Hanackstraße wird gesperrt. Eine zweite Maßnahme führt die MVB ab der kommenden Woche in Krakau durch. Hier werden eine Woche lang bis zum 29. November auf der Krakauer Straße zwischen Mehringstraße und Luxemburgstraße Reparaturarbeiten im Gleisbereich durchgeführt. Der Kfz-Verkehr wird wechselseitig mit einer Ampel geregelt. Der Straßenbahn- und Nachtverkehr der Linien 4 und N1 kann wie gewohnt rollen. Die stadteinwärtige Haltestelle Mehringstraße wird für den Zeitraum der Bauarbeiten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße verlegt.